Sandkasten-Djangos. 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 So, und jetzt Benni! Achtung, jetzt kommt Superman! Hoffentlich fällt Superman nicht auf die Nuss! Mensch, Harry! Echt guter Benni! Naja. Siehst du, Benni? Kommt eben doch drauf an, das Rad im richtigen Moment hochzureißen und drüber ist man. Platz da, jetzt ich! Ey, Harry, ich krieg da wohl nicht mehr richtig. Mädchen fahren als Letzte. Ey, Patsy! Bleib doch nur du. Du kommst ja doch nicht rüber. Die kommt da nie rüber! Das gibt's doch gar nicht. Stark. Super, Patsy, toll! Echt gut. Los, Harry, mach dir auf die Sorgen! Los! Spielen diese Sandkasten-Djangos schon wieder hier! Die können was erleben! Hey, 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 hey! Go, 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 go! Sheriff, schnell weg! Ey, warte doch! Warte! Harry, ab! Ihr wisst doch, wie gefährlich das hier ist. Wenn ich euch hier noch einmal erwische. Und das Rad kann sich den Wind schreiben. Saubande. Oh Mann, das war knapp. Mir ist ganz komisch geworden. Wenn der jetzt jeden Tag hier ist, müssen wir was anderes zum Spielen zu können. Ihr seid mir vielleicht Freunde. Einfach abhauen, das finde ich echt link. Wieso abhauen? Patsy hat ihn doch von dir abgelenkt, sonst wär's jetzt Brei. Hey, wo ist denn dein Rad? Das hat der Gorilla behalten. Oh Mist. Und jetzt? Man müsste ihn angreifen, ablenken und dann zuschlagen. Zuschlagen? Danke. Ich habe gesehen, was der für Hände hat. Was? Schon so spät? Oh, ich habe ganz vergessen, ich muss mit meiner Mutter heute noch zum Bahnhof. Was? Ja, die sind Ossi abholen. Was? Kommt er heute schon? Ja, ich kann es ja auch nicht ändern. Mann, 4 Wochen. Die Hälfte der Ferien. Was ist denn das für einer? Weiß ich auch nicht. Ein Cousin oder so. Am Gasthof irgendwo in den Alpen. Ein Seppel, ich lach mich schlapp. Bestimmt mit Lederhaus und Trachtenjacke. Und Seppelhut. Und weil er nie aus seinem Kaff rausgekommen ist, hat meine Tante ihn halt gefragt, ob er nicht mehr zu uns kommen kann. Mhm, damit er uns die Ferien versauen kann. Los, Fetzer, schieß in den Wind, sonst vermisst der Seppel noch seine Rindviecher und kriegt Heimweh. Was wird jetzt mit Harrys Rad? Ach, kriegen wir schon auf die Reihe. Also gut, bis nachher. Tschüss. Tschüss. Ja, was wird denn jetzt mit meinem Rad? Geh hin und sprich mit dem Gorilla. Alles, was du kannst, ist eine große Lippe riskieren. Geh du doch. Gut, Harry, das mache ich. Mann, Benni, die Patsy geht wirklich. Mensch, echt Wahnsinn. Nur bleibt, dass sie nie pünktlich sein kann. Mensch, Pille, nun mach doch mal. Wir haben doch gerade gegessen. Ich bin ja kein Dezug. Nee, aber der Ossi sitzt drin und wartet bestimmt schon am Bahnhof. Ist ab, ich lauf, ich hol einen Wagen. Oh. Stiche. leer. Oh. Ach, Papa. Ich hab schon gedacht, ihr seid weg. Verdammte Hetzerei. Lasch nicht so viel, dann bekommst du auch keine Seitenstiche. Du solltest mehr Sport treiben. Ach Quatsch, ich brauche meine Tablette, das ist alles. Fetzer, du mach doch schon. Komm, los, steig ein. Ach, du bist verrückt, Mama, das war euer Wagen, Mensch. Oh. Oh, verdammt nochmal. Wenn man welche braucht, dann sind es die Falschen. Hier, kannst alles wegwerfen, alles wegwerfen. Ich verstehe nur nicht, dass du da uns zum Arzt, wenn sie das Zeug verschreiben lässt, wie ich das anschließend wegschmeißen soll. Eine Verschwendung. Verschwendung, oh. Ich brüll doch nicht umsonst rum. Das ist doch viel zu gefährlich hier für euch. Wenn einem von euch hier etwas passiert, was meinst du, was dann hier los ist? Naja, aber bei so einer Sprungschanze kann doch nichts passieren. Ja, und der voll hingeknallt ist, dem ist nichts passiert, oder? Hier herrscht Einsturzgefahr, meine Dame. Aber wir klettern ja nicht rum. Wir fahren ja nur ein bisschen mit dem Rad. Und ich dachte, du bist hier, um mir zu sagen, dass die Nummer mit dem Radfahren hier nicht mehr stattfindet. Das habe ich doch schon gesagt. Und jetzt? Kann ich das Rad wieder mitnehmen? Aber nicht, dass ich euch hier noch einmal erwische. Danke. Auf der 5. Minute Einfahrt der Unterseele aus München kann ich gut anfangen. Jetzt bin ich da. Wo sind sie jetzt? Nein, die Preisen. Was ist er denn? Vielleicht hat er sich's ja anders überlegt und kommt gar nicht. Ein bisschen freuen könntest du dich ja. Ist immerhin dein Cousin. Na, ich weiß ja gar nicht mal, wie er aussieht. Wirst ihn ja gleich sehen. Wahrscheinlich Lederhose und Seppelhut. Ah, da ist auch sie! Lederhose und Seppelhut. Das darf doch nicht wahr sein. Tante Barbara? Herzlich willkommen, mein Junge. So, und jetzt ihr beiden. Das ist der Fetzer und das ist der Ossi. Grüß dich. Tag. Na, wie war die Reise? Sau gut. Bis München ist gegangen, aber dann hat es natürlich ein bisschen hingezogen. Wie bitte? Was? Bis München ist es gegangen, dann hat es sich etwas hingezogen. Ah, ja. Sehr komisch. So, jetzt aber los. Hille wartet auf uns im Wagen. Kommt. Ja. Wenn der kommt, muss er erstmal eine Mutprobe machen. Und woran denkst du dabei? Naja, er könnte sich ja mal auf dem Abrissgelände umsehen. Ja, jetzt eine große Lippe, aber vorhin kneifen. Dich hat doch keiner gefragt. Aber du hast dich nicht getraut, das Rad zu holen. Das hat sie gemacht. Die müssen doch schon längst da sein. Vielleicht hat er Zugverspätung. Vielleicht war er ja gar nicht drin. Das Ding halt mal eben da in der Apotheke, ja? Ja. So, Fetzer. Du springst rein. Du brauchst mir meine Tabletten, ja? Was? Ja. Moment, brauchst ja Geld, Mensch. Macht ungefähr 45 Mark. Aber eil dich, ja? Los. Und dann schmeißt er sie wieder weg. Wo ist es? Und dann schmeißt er die Tabletten wieder weg. Ja. So, das wäre das hier. Und ich bekomme 11,95 Mark. Mhm. Mein Vater hat mir was von 45 Mark gesagt. Ja, das gibt's auch. Aber der Arzt hat hier etwas Preisgünstigeres aufgeschrieben. Und außerdem, das hat dieselbe Zusammensetzung, ist nur ein anderer Hersteller. Und für den Rest kann dir dein Vater ja ein Eis kaufen. Papa, Papa, ich hab gespart. Du kannst uns zum Eis einladen. Was heißt gespart? Ja, was dein Arzt aufgeschrieben hat, ist billiger und ist dasselbe. Moment mal, was soll denn der Quatsch? Das kriegt doch von der Krankenkasse wieder. Ja, nun komm, steig ein. Doch der Brauer wird schon wissen, was richtig für dich ist. Ja, und was für uns richtig ist, das weißt du ja auch am besten. Nein, das weiß ich nicht. Ja, Eis heute, das braucht man. Dir gesagt. Der sieht aus wie Seppel. Ob der jodeln kann? Kommt euch bloß nicht so riesig vor. Wer ist da? Dein Besuch? Oh, oh, ich muss den Laden aufmachen. Pass doch auf. Grüß Gott, ich bin der Ossi. Tag, ich bin die Petzi. Grüß Gott. So ein Blödsinn. Hallo. Grüß dich. Das ist der Harry und das ist der Benny. Hallo. Trägst du immer seinen Koffer? Den kann ich schon alleine tragen. Grüß Gott. Moin, moin. Was sagst du denn guten Morgen, wenn schon gleich Nachmittag ist? Und wieso sagst du Grüß Gott? Ja, weil man das bei uns heute so sagt. Na eben. So, ihr beide. Jetzt kommt erst mal rein. Ihr müsst euch ja mal kennenlernen. Ja, gut. Also, servus. Komm, Ossi. Morgen um 9. Hey, Fetzer. Wir haben auch eine Überraschung. Hm? Mutprobe. Gut. Tipp. Top. 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 Ich nehme hier mich. Ich bin Harry. Dann nehme ich mich. Mit 5 kann man eben keine Mannschaften bilden. Also passt auf. Petzi geht noch zu Ossi. Und ich gehe zu Fetzer. Und wir sind Detektive, ja, und ihr müsst gefunden werden. Alles klar? Ja. 3 Minuten Vorsprung. Ossi kriegt noch mein Rad, ich hole mir mein anderes. Also, auf geht's noch. Halt! Unvergleich. Also, Mommsenstraße, Leibnizstraße, Schillerstraße. Alles andere gilt nicht. Das Abrissgelände auch? Na klar, verbotene Früchte. Ist doch mal was anderes als die Misthaufen auf deinem Dorf. Den werden wir noch mal bocken, den Preisenlapp, den Damischen. Da ist gerade gut. Da gehen wir jetzt rein, komm. Auf geht's. Du, die Baustelle, ich weiß nicht. Ja, freilich, gerade. Oder glaubst du, die Leute, wie für die handeln, da einen Feigling schimpfen? Also, was ist? Na, meinetwegen. Die 3 Minuten schon um? Noch 15 Sekunden. Warum hast du das gesagt mit der Baustelle? Naja, da brauchen wir dann ja nicht mehr zu suchen. Das macht der Gorilla schon. Ja, und Petzi? Ja, wenn die so blöd ist und mit ihm mitkommt. Du bist aber knallhart. Ha, da sind wir gerade richtig. Ha, die haben sicher gemeint, der Ossi ist ein Feigling. Los, kommt! Lass uns abhauen, der ist da nie und nimmer reingegangen. Naja, ich weiß nicht. Feige ist er ja nicht. Ich will dem von dir nicht nochmal begegnen. Benni, du hast ja Schiss. Ey, was ist? Komm. Ossi, hör auf, das ist zu gefährlich. Hier spielen verboten, wenn es die Polizei erwischt. Geh her, ich helfe dir darauf. Warum sagst du das eigentlich jetzt erst? Was? Das mit dem Spielen verboten. Na, weil's halt so ist. Ja, weil der Harry draußen steht und wartet, bis ich wieder runterkomme. Nein, das ist nicht wahr. Ja, und dann kann er sein Mai aufreißen und sagen, der Ossi ist ein Feigling. Quatsch, du spinnst. Komm jetzt endlich runter. Nix gibt's, die finden mich nie. Von da drin. Ossi, Frenzi, komm raus, das ist so gefährlich hier. Bist du bescheuert? Wenn es der Polier findet, dreht er uns nicht den Betonmischer. Ach, Karl, wie geht's? Moin, Ralf. Moin. Ja? Na, schlängelt sich so durch und durch. Hast du ein kaltes Bier? Ja, in meinem Büro. Meinst du in deiner Baubude? Da, in meinem Bauwagen. Und wo steht der Container? Ah, der Container, ja. Der Container bei Abriss 3. Aha, okay. Abriss 3. Immer geradeaus. Ah, da herum ist Wachs. Petzi, komm, ich helf dir. Petzi? Ketzer, Benni, Harry! Da! Ihr müsst ihn da runterholen. Sagt uns nicht, wie aus ist. Ossi, komm da runter, du hast gewonnen. Das Spiel ist aus, Ossi. Du bist Sieger. Bist du jetzt zufrieden? Ja? Ossi, warte doch! Ossi, bleib stehen! Ossi! Ossi! Ossi? Ich hab's ja gewusst, dass sie mich nicht erwischen. Ossi! Hast du ihn gefunden? Der ist weg. In dem Container. Ab auf die Müllkippe. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen zum Polier. Auch das noch. Der Container wird in eine vollautomatische Schredderanlage entleert. Was ist denn das? Ach, da wird der ganze Müll zerkleinert. Hat der LKW Funk? Nein. Wo ist denn die Kippe? Im Waltershof. Oh, halt! Von wegen abhauen, hä? Die Nummer läuft nicht. Aua! So, kommt mal schön mit. Loslassen! Dann am Vortritt. Zusammen und hoch. Hallo! Wo halten? Wo halten Brot und aus? Scheißdreck. Mitzufahren. Ach, das Schönste an meinem Mann ist seine Neugier. Ja, ihr hättet mir lieber Herztopfen besorgen sollen. Den Ossi kriegen wir, so schnell kann ein LKW gar nicht fahren. Ja, eben, warum rast du denn so? Oh. Ja, was ist? Ja, ich wollte nur sagen, dass die anderen keine Schuld haben. Denn ich bin auf die Idee mit dem Abrissgelände gekommen. Oh, halt den Zappel, Junge. Krüger hat angerufen, da hinten ist ein Junge drauf. Was ist da drauf? Ein Junge. Ha, der Krüger spinnt. Der hat weiße Mäuse gesehen, der Krüger. Der soll nicht so viel saufen. Das kannst du gleich selber sagen. dem Jungen alles gut gegangen? Komm, du hast weiße Mäuse gesehen. Was denn? Da war überhaupt keiner drin? Nee. Komm, Werner, abkippen. Sagt mal, ihr beide, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Ossi! Ossi ist nicht da! Aber da kennt sich doch gar nicht aus in Hamburg. Wer hatte denn die Idee mit dem Abrissgelände? Junge, Junge, Junge. Dein Führerschein bist du los, Liebling. Das nächste Mal haften Sie mir für Ihre Kinder, ja? Ossi! So, entschuldige. Weil ich nicht wollte, dass du es glaubst, dass ich ein Feigling bin. Ach, ich wünsche mir, dass es ganz tolle Ferien werden. Ich weiß, dass die toll werden. Harry! Harry! Hey, Harry, komm zurück! Auf geht's! Sandkasten-Djangos. 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 Und ich bekomme 11,95 Mark. Mhm. Mein Vater hat mir was von 45 Mark gesagt. Ja, das gibt's auch. Aber der Arzt hat hier etwas Preisgünstigeres aufgeschrieben. Und außerdem, das hat dieselbe Zusammensetzung, ist nur ein anderer Hersteller. Und für den Rest kann dir dein Vater ja ein Eis kaufen. Papa, Papa, ich hab gespart. Du kannst uns zum Eis einladen. Was heißt gespart? Ja, was dein Arzt aufgeschrieben hat. Billiger und ist dasselbe. Moment mal, was soll denn der Quatsch? Das kriegt doch von der Krankenkasse wieder. Ja, nun komm, steig ein. Doch der Brauer will schon wissen, was richtig für dich ist. Ja, und was für uns richtig ist, das weißt du ja auch am besten. Nein, das weiß ich nicht. Ja, Eis heute, das braucht man. Hab ich dir gesagt. Der sieht aus wie Seppel. Ob der jodeln kann? Kommt euch bloß nicht so riesig vor. Wer ist da? Dein Besuch? Oh, oh, ich muss laden noch was. Pass doch auf. Grüß Gott, ich bin der Ossi. Tag, ich bin die Petzi. Grüß Gott. So ein Blödsinn. Hallo. Grüß dich. Das ist der Harry und das ist der Benny. Hallo. Trägst du immer seinen Koffer? Den kann ich schon alleine tragen. Grüß Gott. Moin, moin. Was sagst du denn guten Morgen, wenn schon gleich Nachmittag ist? Und wieso sagst du Grüß Gott? Ja, weil man das bei uns heute so sagt. Na eben. So, ihr beide. Jetzt kommt erst mal rein. Ihr müsst euch ja mal kennenlernen. Ja, gut. Also, servus. Komm, Ossi. Morgen um 9. Hey, Fetzer. Wir haben auch eine Überraschung. Hm? Mutprobe. Gut. Tipp. Top. 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 Ich nehme hier mich. Ich bin Harry. Dann nehme ich... Mich? Mit 5 kann man eben keine Mannschaften bilden. Also passt auf. Petzi geht noch zu Ossi und ich gehe zu Fetze. Und wir sind die... Oh, oh, oh. Ist dir schlecht, Papi? So, welcher Idiot hat mir eigentlich geraten, mitzufahren? Ach, das Schönste an meinem Mann ist seine Neugier. Ja, ihr hättet mir lieber Herztropfen besorgen sollen. Den Ossi kriegen wir. So schnell kann ein LKW gar nicht fahren. Ja, eben, warum rast du denn so? Oh. Ja, was ist? Ja, ich wollte nur sagen, dass die anderen keine Schuld haben. Denn ich bin auf die Idee mit dem Abrissgelände gekommen. Oh, halt den Zappel, Junge. Krüger hat angerufen, da hinten ist ein Junge drauf. Was ist da drauf? Ein Junge. Ha, der Krüger spinnt. Der hat weiße Mäuse gesehen, der Krüger. Der soll nicht so viel saufen. Das kannst du ihm gleich selber sagen. Ist mit dem Jungen alles gut gegangen? Komm, du hast weiße Mäuse gesehen. Was denn? Da war überhaupt keiner drin? Nee. Komm, Werner, abkippen. Sagt mal, ihr beide, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Ossi! Ossi ist nicht da! Da ist gerade gut. Da gehen wir jetzt rein, komm. Auf geht's. Du, die Baustelle, ich weiß nicht. Ja, freilich, gerade. Oder glaubst du, die Leute, wie für die handeln, da einen Feigling schimpfen? Also, was ist? Na, meinetwegen. Die 3 Minuten schon um? Noch 15 Sekunden. Warum hast du das gesagt mit der Baustelle? Naja, da brauchen wir dann ja nicht mehr zu suchen. Das macht der Gorilla schon. Ja, und Petzi? Ja, wenn die so blöd ist und mit ihm mitkommt. Du bist aber knallhart. Ha, da sind wir gerade richtig. Ha, die haben sicher gemeint, der Ossi ist ein Feigling. Los kommt! Lass uns abhauen, der ist dann hier und nimmer reingegangen. Naja, ich weiß nicht. Feige ist er nicht. Ich will dem von dir nicht nochmal begegnen. Benni, du hast ja Schiss. Ey, was ist? Komm. Scheißdreck. Telefon, mach du weiter! Oh! Ist dir schlecht, Party? So, welcher Idiot hat mir eigentlich geraten, mitzufahren? Ach, das Schönste an meinem Mann ist seine Neugier. Ja, ihr hättet mir lieber Herztropfen besorgen sollen. Den Ossi kriegen wir, so schnell kann ein LKW gar nicht fahren. Ja, eben, warum rast du denn so? Oh. Schon längst da sein. Vielleicht hat er Zugverspätung. Vielleicht war er ja gar nicht drin. Das Ding halt mal eben deine Apotheke, ja? Ja. So, Fetzer. Du springst rein. Du brauchst mir meine Tabletten, ja? Was? Ja. Moment, brauchst ja Geld, Mensch. Macht ungefähr 45 Mark. Aber eil dich, ja? Los. Und dann schmeißt er sie wieder weg. Wo ist es? Und dann schmeißt er die Tabletten wieder weg. Ja. So, das wäre das hier. und ich bekomme 11,95 Mark. Mhm. Mein Vater hat mir was von 45 Mark gesagt. Ja, das gibt's auch. Aber der Arzt hat hier etwas Preisgünstigeres aufgeschrieben und außerdem, das hat dieselbe Zusammensetzung, ist nur ein anderer Hersteller. Und für den Rest kann dir dein Vater ja ein Eis kaufen. Papa, Papa, ich hab gespart. Du kannst uns zum Eis einladen. Was heißt gespart? Ja, was dein Arzt aufgeschrieben hat, ist billiger und ist dasselbe. Moment mal, was soll denn der Quatsch? Das kriegt doch von der Krankenkasse wieder. Ja, nun komm, steig ein. Doch der Brauer will schon wissen, was richtig für dich ist. Ja, und was für uns richtig ist, das weißt du ja auch am besten. Nein, das weiß ich nicht. Ja, Eis heute, das braucht man. Hab ich dir gesagt. Der sieht aus wie Seppel. Ob der jodeln kann? Kommt euch bloß nicht so riesig vor. Hey, Winter. Dein Besuch? Oh, oh, ich muss den Laden aufmachen. Komm drauf. Grüß Gott, ich bin der Ossi. Tag, ich bin die Petzi. Grüß Gott. So ein Blödsinn. Hallo. Grüß dich. Das ist der Harvey und das ist der Benny. Hallo. Trägst du immer seinen Koffer? Den kann ich schon allein tragen. Grüß Gott. Moin, moin. Was sagst du denn gut morgen, wenn es schon gleich Nachmittag ist? Und wieso sagst du Grüß Gott? Ja, weil man das bei uns heute so sagt. Na eben. So, ihr beide. Jetzt kommt erst mal rein. Ihr müsst euch ja mal kennenlernen. Ja, gut. Also, servus. Komm, Ossi. Morgen um 9. Hey, Fetzer. Wir haben auch eine Überraschung. Hm? Mutprobe. Gut. Tipp. Top. Tipp. Top. Ja, was ist? Ja, ich wollte nur sagen, dass die anderen keine Schuld haben. Denn ich bin auf die Idee mit dem Abrissgelände gekommen. Oh, halt den Zappel, Junge. Krüger hat angerufen, da hinten ist ein Junge drauf. Was ist da drauf? Ein Junge. Ha, der Krüger spinnt. Der hat weiße Mäuse gesehen, der Krüger. Der soll nicht so viel saufen. Das kannst du gleich selber sagen. Ist mit dem Jungen alles gut gegangen? Komm, du hast weiße Mäuse gesehen. Was denn? Da war überhaupt keiner drin? Nee. Komm, Werner, abkippen. Sagt mal, ihr beide, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Ossi! Ossi ist nicht da! Aber da kennt sich doch gar nicht aus in Hamburg. Wer hatte denn die Idee mit dem Abrissgelände? Junge, Junge, Junge. Führerschein bist du los, Liebling. Psst. Das nächste Mal haften Sie mir für Ihre Kinder, ja? Oh, Sie! So, entschuldige, weil ich nicht wollte, dass du jetzt glaubst, dass ich ein Feigling bin. Ach, ich wünsche mir, dass es ganz tolle Ferien werden. Ich weiß, dass die toll werden. Hi! Danke. Jetzt bin ich da. Wo sind sie jetzt? Nein, die Preisen. Wo ist er denn? Vielleicht hat er sich's ja anders überlegt und kommt gar nicht. Ein bisschen freuen könntest du dich ja. Ist immerhin dein Cousin. Na, ich weiß ja gar nicht mal, wie er aussieht. Wirst ihn ja gleich sehen. Wahrscheinlich Lederhose und Seppelhut. Da ist Ossi! Lederhose und Seppelhut. Das darf doch nicht wahr sein. Tante Barbara? Herzlich willkommen, mein Junge. So. Und jetzt ihr beiden. Das ist der Fetzer und das ist der Ossi. Grüß dich. Tag. Na, wie war die Reise? Sau gut. Bis München ist gegangen, aber dann hat es natürlich ein bisschen Hitzung. Wie bitte? Was? Bis München ist es gegangen, dann hat es sich etwas hingezogen. Ah, ja. Sehr komisch. So, jetzt aber los. Pille wartet auf uns im Wagen. Kommt. Ja. Wenn der kommt, muss er erstmal eine Mutprobe machen. Und woran denkst du dabei? Naja, er könnte sich ja mal auf dem Abrissgelände umsehen. Ja, jetzt eine große Lippe, aber vorhin kneifen. Dich hat doch keiner gefragt. Aber du hast dich nicht getraut, das Rad zu holen. Das hat sie gemacht. Die müssen doch schon längst da sein. Vielleicht hat er Zugverspätung. Vielleicht war er ja gar nicht drin. Das Ding halt mal eben da in der Apotheke, ja? Ja. So, Fetzer. Du springst rein. Du brauchst mir meine Tabletten, ja? Was? Ja. Moment, brauchst ja Geld, Mensch. Macht ungefähr 45 Mark. Aber eil dich, ja? Los. Und dann schmeißt er sie wieder weg. Wo ist es? Und dann schmeißt er die Tabletten wieder weg. Ja.